Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Need for Speed Underground 2. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben, wo wir jetzt stehen. Aber da werde ich mich schon reinfuchsen. Das ist hier wir. Ich glaube, letztes Mal schon gefahren. Sind ja jetzt nur noch die beiden Rundkurse, das Drag Race und... Wäre es nicht letztes Mal schon? Ah ne, das war ein verstecktes, genau. Ja, dann nur noch das Drag Race, die beiden Sprintrennen, die beiden Rundkurse. Und dann fahren wir das URL. Na, erstmal zum Drag Race hin. Finde ich auch so. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein verstecktes Rennen. Und ja, ich entschuldige mich im Voraus, wenn meine Stimme sich ein bisschen abgefuckt anhört. Weil, Erkältung und so ein Kack. Kommen wir hier rum. Vielleicht finden wir nicht noch ein bisschen extra Cash und eventuell ein verstecktes Rennen. Und außerdem kann ich so ein bisschen Zeit schinden, bis wir in Drag Race sind. Ja. Irgendwie. Die Drag Races hier sind teilweise. Sau einfach und teilweise so hardcore, das glaubst du gar nicht. Wir fahren hier erstmal außen lang, dahin habe ich schon Cash gesehen. Deswegen fahren wir hier lang, weil hier ist das Cash halt, ne? Vielleicht geht hier innen auch noch etwas. Nee, da ist nichts. Auch ein verstecktes Rennen. Schade. Also ein bisschen extra Cash, aber ganz ehrlich, können wir gebrauchen, wa? Fahren wir jetzt als scheiß Drag Race. Kann mich auch nicht ewig vordrücken. Du kannst dich auch nicht aufhalten. Auch nicht, hier ist noch eine scheiß Information. Wir wollen doch alle hier ärgern. Du bist schuld! Das muss jetzt einfach sein. Das scheint eine etwas schwierigere Absturzlage zu sein. Bis gleich, Jungs. Ja, das scheiß Spiel ist schon wieder abgestürzt. Ich hab keine Ahnung. Dort, wir dürfen ja nochmal komplett hinfahren. Ich frage mich echt, woran das liegt, ey. Und ich bin den ganzen weiten Weg. Wir wollen ja alles wieder einsammeln. Aber diesmal weiß ich ja, wo was liegt und wo nicht. Leider. Ich hab keine Ahnung, warum das Scheißspiel momentan gerade so zickt. Yo! So, um herzuhüpfen ist auf jeden Fall auch sehr realistisch. Achso, und übrigens, ich hab mal nachgeguckt, was ich auch komisch finde, ist, ja, in der Aufnahme sieht man die Vinyls und auch übrigens kein Licht, was die Scheinwerfer ausstrahlen und auch kein Nitro.
null Plan, warum. Wenn jemand eine Ahnung hat, woran das liegen könnte, gerne mal einfach schreiben. Weil ich bin völlig überfragt. Ich sehe ja alles hier zum Beispiel. Aber in der Aufnahme sieht man gar nichts mehr. Hier bremst Licht nicht. Normal Licht vorne nicht. Also allgemein kein Licht wirklich. Die Mikroflamme sieht man nicht. Vinyl sieht man nicht. Keine Ahnung, warum man im Kampf vorbeifahren. Sonst bitte nicht abschmieren. Bitte erst abschmieren, wenn ich das dann fertig habe. Vor allem, ich sehe da ja auch um, wie viel FPS ich habe. Immer wenn es abstürzt, ist es eigentlich solide 60 FPS. Also es kann auch nicht an einem Performance-Fehler liegen, dass das Ding abstürzt. Kacke, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Verdient. Dämlichkeit gehört bestraft. Okay, das ist auch geil. Es waren zwei 240 SX mit, beide sind raus und es waren zwei Corolla mit, die beide angekommen sind. Logisch. Also nicht also logisch schon, ja, aber lustig. Es war ein beschissener Start. Ich fahre einfach mal hier rüber. Scheint die Türen sicherer zu sein. Also irgendwie das Gefühl, auch wenn ich jetzt gerade schalte wie der letzte Depp. Yo, zieh einfach mal weg. Oh Gott. Ich stelle mich gerade aber auch an. Es ist eigentlich nicht schwer, wenn wir, als wir den ersten Unfall gehabt haben, haben wir ja gesehen, da war noch Luft. Also es ist eigentlich nicht schwer. Nur ich stelle mich gerade mit dem nicht an. Das ist alles. Bleib diesmal wieder auf dieser Spur. Dich. Aha. Komm. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich lenke nicht. Also. Jetzt. Bleib da. Entscheide dich doch mal für eine Spur. Ich gebe nur Gas. Ich mach nichts. Ich schwöre. Oh, Alter. Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Gut, aber. Trotzdem. Nein. Nicht. Oh. Fotze. Bleib! Oh. Yay, wir haben das Spoiler! Nämlich das Freund. Ja, oh, scheiß Rennen abgehakt. Aus die Maus. Ja, ja. Die Sprinten. Genau, die waren wir als nächstes. Oh, hier ist ein versteckter Rundkurs. Nehmen wir doch gerne, ne? Wow, es ist nicht abgestürzt. Und wow, hab ich einen Scheißstart gehabt, ey. Heilige Kacke. Wenn man Golf fährt, aber nicht Auto fahren kann, sollte man es lieber lassen. Sollte man den Golf verkaufen und das Geld, was man für den Golf bekommt, in ein Auto stecken, wo es scheißegal ist, ob man es kaputt fährt oder nicht. Was
so verdammt hässlich ist. So wie zum Beispiel ein Fiat Multipla. So, ein Fiat Multipla holen. Das ist scheißegal, wenn er damit einen Unfall baut und die Karre ist sowieso hässlich. Schade, das hat nicht geklappt. Dafür konnte ich jetzt absolut überhaupt nichts. Ey, du Fotze. Och, ist das ein Arschlochkind, ey. Schmeißt sich vor mich, lässt sich umdrehen, um mich zu blockieren und dann wieder abzuhauen. Hallo? Also, das macht jetzt so absolut gar keinen Sinn. Und ist ja wohl mal mehr als assi. Jetzt muss ich mal kurz alles an den Trupp verpulvern. Komm her, du Hurensohn. So, komm her. So. Jawoll, 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 verpiss dich. Ach, du gehst mir ganz schön auf den Sack, weißt du ja. Das ist noch schlimmer als meine Heger. Na gut, schlimmer nicht, aber oh, fast genauso schlimm. Komm her. Nein. Ja, lenk ein. Scheiß Golf, geh mir nicht auf. Ja, jetzt können wir neu starten. Das wird nichts. Jetzt aber. Eigentlich muss ich den Scheiße-Clips. Und ja, wie in der letzten Folge, wie in den letzten Folgen, wieder ein Scheiße-Clips für mir auf uns angehen. Eigentlich müssen wir die beiden gleich von der Strecke schießen. Du verpiss dich auch, Scheiß-Golf. Jetzt baue ich meinen Vorsprung aber aus. Ist wieder. Keine Ahnung, Effekt. Ja, toll. Ah! So, jetzt habe ich es komplett verkackt. Doch, Mann. Heute bin ich absolut gar nicht in Form. Null. Sieh dich. Die geht mir auf den Sack. Tschüss. Dafür konnte ich jetzt zum Beispiel auch wieder nichts. Der ist wieder direkt vor mir, vor meine Nase gefahren. Aber die Chance habe ich dann auch gleich genutzt. Und habe gegengehalten. So. Hast du davon? Aber nicht so ein Ding, ich muss wieder machen. Das war recht gut. Ist ja schön, wenn man in Rennen so oft fahren muss. So, es geht auch noch. Einfach mal krass, wie das Nitro einfach null bringt. Null. Na toll. Kein Glück haben, wenn ich überhaupt 100 Punkte bekomme. Ich kann froh sein, wenn ich überhaupt noch gewinne. Ja, das schaffe ich. Oh, ja. Ja, null. War mir klar. Dann fahren wir jetzt noch das Sprintrennen da direkt vorne. Gucken aber, ob da ein verstecktes Event ist. Weiß ja nicht. Warte mal. Die Rennen machen wir nichts, Mann. Wir suchen jetzt erstmal die Shops. Raus.
weiter. Den Bodyshop haben wir ja schon. Warte mal jetzt hier. Nee. Zwei Shops fehlen uns noch. Ja. Ich glaube. Ich habe auch schon den nächsten. Aber ich glaube nur, ich weiß nicht, was ich sage. Aber wir fahren gleich mal hier rein. Die Abkürzung mitnehmen. Die Abkürzung mitnehmen, meinte ich. Ewig. Eventuell auch Pech. Oder habe ich das schon mal mitgenommen? Ja, und hier ist Information. Gut. Oh, ein verstecktes Sprintrennen. Das nehmen wir gleich mit. Dann war das hier nur die Tankstelle. Ich dachte, hier wäre ein Shop. Jetzt nicht abstürzen. Fick dich doch. Ja, ihr merkt's. Ich hab eigentlich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Fick doch deine Mutter! So, wenn das Scheißspiel jetzt mal funktionieren würde. Darf ich? Ah, wow, ich darf fahren. Dann würde ich gerne das versteckte Rennen fahren, wenn es denn jetzt noch da ist. Und dann, ich schaff's weiter so. Dann muss ich erstmal den Kack hier. Ihr habt den Kack gesehen. Gerade mal Aufnahme gestartet oder noch nichts gemacht. Macht absolut gar nichts und das Scheißspiel stürzt sich wieder ab. Es ist ein Krampf, ist das. Eine. Ah. Mal lackieren wir den Scheißwagen auch um, damit der Speicher, dass ich den Scheißladen hier gefunden habe, damit ich das jetzt auch nicht nochmal machen muss. Weiß es in Ordnung, so fertig ist. Meine Fresse, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe echt keinen Plan, woran das liegt. Ich weiß, es muss ja irgendwo ran liegen, aber. Woran? Eben gerade hatte ich zum Beispiel 80 FPS, als das Scheißspiel abgestürzt ist. An zu wenig Performance kann es auf jeden Fall nicht liegen. Ja, toll, jetzt ist. Ah, Mann, es kommt auch alles auf einmal zusammen, ne? Ich müsste jetzt eigentlich die Aufnahme abbrechen, weil ich habe noch was zu tun eigentlich. Scheiß ran mal hier am Schluss und suchen die blöden Drecksshops nächstes Mal. Tut mir leid, dass es jetzt wieder so eine beschissene Folge wird, aber ich kann daran ja auch nichts ändern. Das wird wohl hier nichts mehr mit vor 18 Uhr hochladen. Beide Folgen. Das wird auf jeden Fall nichts. Weil ich jetzt alleine schon an dieser einen Folge sitze ich jetzt schon über eine Stunde. Alleine fürs Aufnehmen, das muss es nicht mehr geben. Das ist eine 20-Minuten-Folge. Dann kommt noch das Schneiden, das Mischen, das Rendern, dann das Hochladen. Kostet alles Zeit. Brauche ich alleine schon fürs Hochladen eineinhalb Stunden.
schätze mal, das wird nachher so 8 gegen 8 werden, beide Folgen im Moment. Ja, und damit sage ich dann, bis dann. Haut's raus. Bis morgen.